So, da sind wir wieder. Einen wunderschönen guten Abend aus dem tief verschneiten Österreich bei eisiger Kälte und richtig viel Schnee draußen vor der Türe zu einer weiteren Folge Cap Talk Episode Nummer 34. Richtig, richtig nice, dass ihr euch wieder heute entschieden habt, bei uns mitzumachen und eine Stunde gemeinsam mit mir hier abzuhängen und über Caps zu quatschen und natürlich auch a warm welcome to everybody from, snowy, fucking cold Austria. We have a lot of snow. It's very, very cold outside. And thank you for tuning in to another episode of Cap Talk. In this case, episode 33. Thank you for tuning in from wherever you are watching. So we are talking German and we are talking English, of course, today. Und die Frage ist, um was geht's heute? Ja, natürlich um dasselbe wie jede Woche. Wir quatschen über Caps und wir haben heute was richtig Nices zum Zeigen. Also, es gibt heute mal zwei kleine Änderungen. Und zwar das Erste, was ich heute euch sagen möchte, wir haben heute kein Minor League Monday Voting, weil die Minor League Caps wären ein bisschen knapp jetzt. Das heißt, wir haben uns gedacht, Richtung Weihnachten ist ja immer die schöne Zeit der Überraschung. Und dann wird es am Minor League Monday jetzt in den nächsten 2 bis 3 Wochen Überraschungen geben. So, the next Minor League Monday, so we will have no voting today. And the next Minor League Mondays will be some surprises, because I think this is quite cool. It fits to Christmas. So, yeah, you will be surprised the next Monday, so there will be no voting. Wie geht's weiter jetzt mit den Streams in diesem Jahr? Wir haben ja nächste Woche ist es noch gar nicht. Mal kurz überlegen. Am 23. Dezember machen wir unseren großen Weihnachtsstream. Das wird dann der letzte Stream vor Weihnachten sein. Und dann werden wir eine 2-wöchige Streampause machen. Einfach so ein bisschen, wie würde ich sagen, abhängen und über Weihnachten die Feiertage genießen, gemeinsam mit der Familie und einfach nach dem ganzen Weihnachtsbusiness einfach ein bisschen abschalten. Ja, so, das heißt, das ist das. Und dann gibt es natürlich in diesem Jahr, so maybe I tell it also in English, so on the 23rd of December we will have our big Christmas stream and I hope you guys join us, because then we will look of how many donations we got over the year, so with all the subscribers and all that stuff. And yeah, we decided to donate all the revenue that we are making over the stream when you are following us or I don't know, make donations or something like that. So we are thinking about how we can do this for some good things on the Christmas stream. And then we will have a break of 2 weeks where we are... Yeah, where we are going in a Christmas break and enjoy the time with our families, of course. And then we'll be back by begin of next year, so in begin of January. And yeah, this will be something great next year, because we have a lot of things coming up next year. It's our 5th birthday, and for all the guys who joined our journey the last years, they know that we will have I think a lot of awesome stuff coming up next year, and we are already preparing some really, 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 really nice new releases. And for sure, we will bring back the Bourbon and Suede next year too. So this is something that we already decided, and there will be a restock of the Bourbon and Suede within this year. So this is more or less confirmed. So I guess they should arrive closely before Christmas. And for all of you guys who had no chance to get it on the first drop, there will be one restock drop, and then this style will be gone forever. So next year, it will be different, a little bit different. So we are making adaptions from year to year, and I can't wait to show it to you how it will look like next year. But there we have some months time until we do this. So, möchte trotzdem mal ganz kurz in den Stream schauen. Also wenn ihr Fragen oder sonst irgendwas habt, dann bitte gerne rein in den Stream, einfach unter Frage Doppelpunkt, und dann geht's auf jeden Fall raus. Bungobar, hello everyone, hope you are well. Yeah, I'm fine, I'm perfect. So, best time of the week, talking about Caps, 1 hour together with you guys. It's always fantastic. So, was machen wir heute?
Wir haben natürlich auch etwas Besonderes heute vor. Wir zeigen euch heute in der Nacht ist ja von Views from the Vault von unseren Freunden aus den USA unsere gemeinsame Collab zum ersten Mal gezeigt worden. Und wir möchten heute auf jeden Fall in ihren Stream reinhören, wie sie oder was sie sich gedacht haben bei den einzelnen Caps. Das werden wir jetzt dann machen, sofern die Technik heute hier mitspielt. Aber ich hoffe, das sollte eigentlich funktionieren. Also das wird auf jeden Fall richtig nice. Dann werden wir uns natürlich die Caps ansehen und wir werden uns natürlich auch den heutigen Drop ansehen. Und ich zeige euch, welche Restocks das kommen werden. Und ja, es gibt auch den einen oder anderen Leak, den wir euch zeigen möchten, wie zum Beispiel dieses Beauty. Heute kommt ja auch ein weiteres Cap aus dieser Pinot Noir Serie, wo wir mit den dunkleren Rottönen gearbeitet haben. So, just to show you this one. So, this is not normal red. So, we did this on this Pinot Noir style. It's a deeper dark red with golden outlines. And look at this side patch. I'm not sure if I've already shown this to you. Yeah. But this is the first leak today. So I guess it's the right one to show you. It has a flat Betterman on the back. And the silky white guts, of course. When will these heads will be released? I'm not telling you that much now. We will see. So, all right. So if you have any questions, do not hesitate to ask, please, and put it into the chat, and I will try to answer it, of course. So. Okay. Hallöchen. Onside Leo ist auch da. Freut mich natürlich. Jay ist da. Einen schönen guten Abend an die komplette Toppers Family. Schönen Abend natürlich zurück. Und the first chat from a new visitor, the Ghost Note. Welcome to the stream. Thank you for joining the stream. Alright. So. Dum, 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 dum. No, Karim, warum? Was? Weil kein Minor League Monday Voting ist? Sorry for that. Am Montag kommt schon was du brauchst. Könnte sein. Könnte natürlich sein. Könnte natürlich sein. Möchten heute einfach einmal ein bisschen ja, die Überraschung für Weihnachten vorbereiten. Weil wir müssen noch, wie viele Montage müssen wir noch erreichen? Ich glaube, eins, zwei, drei Montage. So, if we make the next 3 Mondays Minor League Monday drop, we reach our goal that we had 1 year with each Monday a Minor League Monday drop. So, that's fantastic. So, absolutely glad that we can, that we could make it happen. So, happy holidays, Pat. Thank you, Justin. Thank you very much. Appreciate. Frage von Basti: Die Dodgers und Giants Cluster Caps, sind die schon am Weg oder noch nicht gedroppt? Die sollten eigentlich kommen, aber das Problem ist, dass sie noch nicht da sind. So, das heißt, wir haben gestern zwar in den Previews das reingegeben, aber wir haben noch nicht alle bekommen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin dann gestern war Feiertag hier in Österreich, draufgekommen, dass sie dann noch nicht da sind. Haben wir gedacht, okay, wir wollten aber die anderen sowieso releasen. Wir halten euch auf jeden Fall, was dieses Thema angeht, natürlich auf den Laufenden. Und sobald die kommen, werdet ihr es dann bei uns im Discord natürlich als erstes erfahren. Can you show the Manfu head today? Yeah, so I've already showed the Manfu head. I will show it next week again. So there was a fourth head that we did in this Views from the Vault collab. And this was the Seattle Mariners two-tone color flip that I've already showed you on the last stream. So on this at this time, thank you and shout outs to Manfu, of course. But we will show it in detail next stream, of course. So. Hallo Toppers, Jay Hunter, liebe Grüße aus Franken. Ich hoffe, es geht dir gut, Patrick. Ja, es geht mir sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Die beste Zeit des Jahres steht direkt vor uns. Ich liebe Weihnachten. Fingers crossed, dass ich zu Weihnachten nicht krank werde. Aber ich liebe Weihnachten. Das ist einfach das Geilste. Nicht nur, weil jeden Tag irgendein College Bowl ist, sondern weil man einfach so richtig geil abschalten kann. Es sind ein paar Tage, die richtig ruhig sind. Und auf das freue ich mich natürlich schon mega. So. Wait, so like a 2-week break from drops or stream? No, just from stream there will be breaks. So I'm not 100% sure how we will handle Christmas, because you have to think about there are some public holidays, of course, and
we want to give some rest to the whole team, of course, because they are doing an amazing job right now and trying to bring out all the parcels each day. And I'm not 100% sure how many drops there will be between the Christmas days. So for sure there will be no drop on the 24th. The 23rd there will be one, of course. But we are not sure when the parcel then will be sent, because I think it will be on the Monday after Christmas, something like that. But then from Monday after Christmas, I think we will go back to our to our schedule as you know it. So yeah, we will see. We will see. But I will give you Schauen wir mal weiter. Schauen wir mal weiter. So, okay, viele von euch haben ja schon erfahren oder gesehen, dass wir mit Views from the Vault gemeinsam eine Collab gemacht haben. Und die Caps möchten wir euch heute natürlich auch hier zeigen. Aber bevor wir euch die hier zeigen, würde ich gerne, und ich muss jetzt versuchen, ob das technisch funktioniert, die Jungs haben einen richtig nicen Stream, der mehrmals in der Woche oder ein YouTube-Kanal, der mehrmals in der Woche richtig nice Videos über Caps rausbringt. Und heute in der Nacht haben sie die Ehre gehabt, dass sie diese Caps natürlich als erster präsentieren. Und da möchten wir heute auf jeden Fall mal reinhören. Und ich schalte jetzt einfach hier mal um und schalte mich direkt in diesen, nicht Zoom-Call, aber in ihren Stream, den sie heute in der Nacht gemacht haben, rein. Und what we'd like to show you now is the ideas that the boys from Views from the Vault had behind these caps that we made together. And I would say we start off here. And you just need to tell me, please, quite quickly, how you can hear it, if it's loud enough or not. So if not, please tell me. I will go back. And I hope that there will be no advertising or something like that in there. So I'll go. Headcrawler is here. Guten Abend. Guten Abend, lieber Jason. Schön, dass du da bist. All right. So I'll try it. And you give me, please, a feedback if it's loud enough for you. So does it work for you? No sound. Leider nix. All right. Okay. This is what I was feared of. So why no sound? Let me check. Let me check. I hope I can fix it now. This is quite sad now. This is quite sad why it's not working. So, let me check. Snakey posted in the meantime the link to the. I need to check that. Maybe that's the problem. Goes along with, so now you can hear it, right? Colorways is pretty, that's crazy. The problem. and wearable. And I think this one is, I don't know. I put into the system, so I was abusing. Okay, so bit. The problem is so that I you made, can hear it and I can't. The lost door. We will start with Leon, so, that Blue he Jays, describes why he made logo. This head. It was a very underutilized logo at the time. green under white guts, 25th anniversary patch, which at the time no one had made one other than a woven one at Lids. So here it is. Hope you guys enjoy. Flat Batterman. This thing came I hope out it's so loud nice. Enough, so listen, please I give think me the a feedback. Of things, like, I love, you know how much I love Hat Club's Black Dome collection. Mm-hmm. I love it. I think those, along with some the off-white colorways, is pretty crazy, and wearable. And I think this one is,
I don't know, man. It'd be hard pressed for me to find another one in the Black Dome collection better than this one. But Leon, you killed it. I think the colors are fantastic. I think it's a very simple canvas. Love the green. Beautiful green under. Yeah, yeah. I love this thing. You did a great job, Leon. I always. Thank you. Fantastic. Mm-hmm. Job, Leon. And just so everyone's aware too, this is my favorite Toronto Blue Jays logo. Leon knows that. Unbelievable. Get a good look at that. Good look at that. Beauty. All right. Jason Mead, you want to tell the story behind yours? Yes. Yeah, so let me take you back, if you don't mind, for so a I'll try to sync it that I can also hear. Spring of 1997. What the guys are talking and looking over YouTube and try to sync it on the same. Didn't have much, but he did have a car. Mm. And a friend of mine worked for a photography studio, and he needed to get to Minneapolis to take prom photos. So, you know, you stand in front of the background, snap, snap. He got paid to do that, but he needed a ride up there. And so his photography company was going to pay for the hotel. I'm like, hell, let's go. So we jumped in the car, drove up there, and in Minneapolis, and his girlfriend at the time was from Minneapolis. She's like, after the prom was over, after he's done taking photos, she's like, you guys want to go to a private concert? And I'm like, sure, who's playing? She wouldn't tell us. So we drive out to the suburbs, going through these neighborhoods, don't know what's going on. All of a sudden we pull up this giant ass white building, and it happened to be called Paisley Park. The home of Prince. That story is fantastic. Recording studio. And he was throwing a private concert that night. And apparently he did that quite a bit whenever he was in town. It was like invitation only. Didn't cost anything. Free food, free drink, whatever. And his band would perform a show. A lot of times they would try out new music and whatnot. So I got to go to a free concert put on by Prince at his recording studio, Paisley Park. And so that's why I decided to do a tribute to Prince and Paisley Park with what Pierre has dubbed Walking in Paisley Park. Boom, there it is. I decided to use the 1985 All-Star Game logo because, you know, he's from Minnesota and that's when he opened Paisley Park. Went with the purple and the silver and the pinks. Purple mostly for Prince, silver and pink, because that's what a lot of the colors inside Paisley Park were when the lights were down. He had the light show going and everything. So a lot of pinks, a lot of silvers. It was just one of the best musical experiences of my life. And I wanted to put it on a hat. And Pat, thank you for giving me the opportunity to do that. So this is Walking in Paisley Park, my tribute to Prince. Nice job, Jason. Good karma. Fantastic use of this 1985 All-Star Game patch. Metallics mm-hmm. throughout. This thing is beautiful. I think you killed it. Thank you. Fantastic work. I think this one actually one-ups your collaboration with Still. I think this is actually better than your Atlanta hat. And that's saying a lot. This thing to me is beautiful. Nice job. Fantastic. Thank you. So listen, as we've said before, I'm a Red Sox fan, so I'm not going to have all the flash and dash of these guys, right? But I'm going to share something with everybody. You know, me being a passionate Red Sox fan, you know, I believe the best baseball player ever to step foot on a baseball field is Ted Williams. Ted Williams lost 4.5 years of his career to the military. So when mm-hmm. you think about it, a guy that hit 520 home runs in his career missed out on potentially 170 more. Yeah, those are 5 years. This is a guy that batted 406 in a season. He had the opportunity to sit out the last game batting 400, and he said, fuck that, I want to play. This is the kind of guy that, while he was a notable asshole, and people said he was this or that, a lot of people don't know he was half Mexican. This guy was a fantastic baseball player. Everyone tells me Babe Ruth this. I don't think there's a question in my mind that Ted Williams is the greatest to ever play the game. He went by the nickname the Splendid Splinter.
Perhaps the greatest hitter to ever play the game, right? I mean, the guy was just absolutely incredible. He didn't win the big game. He didn't win. He was actually overshadowed in a year where he batted 406. And he also dominated the American League. He dominated baseball that year. You could barely get this guy out. And 406 was his batting average. His on-base percentage was far higher than that. Sure. And he lost in the MVP award because Joe DiMaggio had a 56-game winning streak. And let me be clear with you. Yeah, that's impressive. Probably an unbreakable record. But his season paled in comparison to Ted Williams. And with that, you know, I wanted to put together something that commemorated Ted Williams. So this is not as flashy as the others, but the meaning behind it is what's most important to me. So I wanted to create something that commemorated the splendid splinter. So I went with a bat colored hat with that era appropriate beat and the 1946 All-Star game patch. Now, people might say, hey, red under because of the Red Sox. No, the red under is, if you remember, there's always these hitting zones. You know what I mean by hitting zones? Yeah. That would show where someone was hot, someone was cold, someone couldn't hit. Let me tell you something right now. This is the one guy in Major League Baseball history. Good luck getting that guy fucking out, because it ain't happening. His red zone was the strike zone plus two baseballs around it. So what I wanted to do here, and I think it came to life perfectly, was to create something that was classic and simple and commemorated who I believe to be the greatest hitter to ever play the game. And I think mission accomplished. I want to thank Pat for helping bring this to life. In a world of flash and dash, mm-hmm. you know, I wanted to go with something simple and just to the point. That's good. Happen. Those are the views. Awesome. So, I really like what we did together in this case. And from this point, thank you very much to the crew from Use for the Vault for doing this collab together with us. And as you have seen, all these hats went out fantastic. And I really liked the approach that everyone had a different approach from just satisfying. Said, okay, I want to have this one with the black dome and with the logos I love most, up to the story that Jason told with Paisley Park. So, and finally, I really like if we do something from sports history, like this Ted Williams, like Pia did. So this one is the first I would like to show you. We used here wheat color. And yeah, this side patch with a lot of copper, and yeah, you know me, I really love copper. And yeah, this is a side patch that we have not done before, so that's another amazing thing. So we have flat battermans, Cooperstown battermans in the back, we have a red UV in this case, and we have on all these the silky guts. So all these were made in China and made of poly. So look at this, it's fantastic. The side patch, Alter, ich liebe diesen side patch. Richtig, richtig nice. Ebenfalls Flat Batterman, Purple UV. Und last but not least, die Blue Jays mit silbernen Outlines hier vorne. Maple Leaf Logo. Silberne Outlines, 25th Anniversary Side Patch, und finde ich richtig geil, dass wir genau bei der Collab jetzt zum ersten Mal diesen Side Patch auch verwendet haben. Und das haben wir jetzt in Zukunft bei vielen anderen Caps auch. Das wollte ich euch zeigen, und zwar Silber im Batterman ebenfalls drinnen. Richtig, 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 richtig nice. Kelly Green UV und natürlich Silky Sweatbands, Silky White Sweatbands. Those caps will drop tomorrow, and it will be a shock drop, so it won't be announced. And yeah, so stay tuned. Tomorrow we will drop these hats. Can't wait to do it.
And once again, shout outs to the whole crew, and thank you for the collab. And I guess there will be more coming soon. Soon not, but there will be more coming next year, of course. I hope so. All right. So if you have any questions or something like that, please let me know. If you join, you can join our Discord too. So Snakey, I guess we have again the Discord open now. So there's a verified area where you need to verify yourself that you get access to. But if you join the Discord, you can find every information there. So let's go ahead. Weil Karim und Celtic Head Collector geschrieben haben, es tut mir furchtbar leid, Jungs. Ich würde gerne wieder ein Voting machen. Ich muss nur warten, bis die neuen Caps daherkommen, weil wir haben zwar noch welche, aber vielleicht gibt es nächste Woche dann wieder ein Voting. Aktuell, ihr wisst ja, es ist alles ein bisschen schwierig und ich möchte auf jeden Fall diese Streak schaffen in dem Jahr. Und dreimal müssen wir noch Minor League Monday droppen und dann ist es soweit. Dann haben wir es geschafft. So, when will the Mets you had 2 weeks ago gonna be released? Grata, this will be released, I guess. Let me look. I guess next week. It should be released next week with the 40th anniversary side patch. Yeah, it should be released next week. Alles gut, sagt Karim. Geduld ist eine Tugend. Gib mir auf jeden Fall was ab, wenn das irgendwie geht, weil Geduld ist definitiv nicht meine Stärke. my fitted cap, Pavel. Hi, Pavel. Pavel asks, Pat, can you introduce the entire Toppers team on the Christmas stream? Pavel, to be honest, not everybody wants to be on video, so I tried to ask, and I have two weeks left to make... to make them, to I don't know how to say, to make them believe that they should come, but I'm not 100% sure if everybody wants to, and if not, I fully respect that. So because not everybody wants to be in front of a camera. So, but we will see. All right. When is that two-tone Mariners dropping? 406 premiums next week. Convince. Yeah, thank you, Astrodome. Thank you. Convince. I need to convince them. We love the Toppers girls. Yeah, thank you very much. I always give this back because it's sometimes so funny because you guys you have so much communication with the girls from our support team, and it's absolutely fantastic. I really like if everything is working fine, so good to hear that. Are we gonna see the Seattle Gucci soon? So this is a color flip. Internal name was the Durant, and it will drop next week. So yeah, it will drop next week. Question from Cuba. Pat, when will the green Athletics hat with the yellow Oakland script dropped? You hinted this 2 to 3 weeks ago. So there will be some plane chains next week, I guess. And I guess it will be in this drop. So, all right. So I already leaked you some of these hats. Then we will have some very nice restocks. So we have some good grays that will be released on the weekend. So we have our twins with the 5th anniversary side patch and a lot of gold. It will be back in the store. Then we have the Milwaukee Braves back as a two-tone with the gray under and the white guts back in the store. Some classics. Then we will have the Rockies back into the store with the 98 All-Star Game side patch and the white guts and the gray under. No words needed. This one will be back. And the Phillies will also be back with the World Series Champion side patch 2008. So these will come back on the weekend. So then
also some of our new NFL hats arrived. So we had a huge NFL drop 2 weeks ago. So wir haben vor 2 Wochen richtig geilen NFL drop gehabt am Sonntag. Und war das 2 Wochen her oder war das letzte Woche? Alter, ich habe überhaupt kein Zeitgefühl mehr aktuell. Vor Weihnachten ist immer absolut crazy. Und ja, es sind ein paar hier schon. Das Ding ist so, wir haben sehr viel priorisieren müssen. Und ich habe euch das ja auch schon gesagt, so dass wir gesagt haben, dass wir MLB höher priorisieren, dann NBA und NFL. Und es haben sich jetzt einige von den Releases, was die NFL angeht, zurückverschoben. Aber ich habe heute für eine richtig geile NFL-Collection auf jeden Fall die, ja, mehr oder weniger das Approval bekommen. Und ich bin schon sehr gespannt, wenn wir die durchbekommen. Die wird nächstes Jahr dann kommen erst mit Side-Patches. Aber ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall richtig drauf freuen. NFL Maniac Cuba. Ja, wir haben hier noch Sticker drauf. Das ist natürlich nicht gut. Und zwar von den Buffalo Bills kommt eine Version mit Glacier Blue UV. Die sollte bald kommen. Dann haben wir unsere Fresh Grey Serie ausgeweitet auf die NFL ebenfalls. Mit den Green Bay Packers in dem Fresh Grey mit dem farbig passenden Undervisor für die Packers dazu, mit dem dunkelgrün. Natürlich auch Fresh Grey von den San Francisco 49ers, ebenfalls mit roten UV und NFL-Logo in the back. Und last but not least, kurzer Sneak Peek, und zwar von den New York Giants. Geiler Throwback-Style mit dem Pro Bowl-Badge von 1993, Pro Bowl Hawaii. Mit Kelly Green Under und White Guts. Throwback NFL Logo in the back. Yes. Oh ja, genau. NFL mit Side Patch, weil der Berg gerade da ist. Auch Vikings mit Side Patch. Müsst ihr noch ein bisschen gedulden, aber wird in dem Fall jetzt keine Kollektion sein, wo Super Bowl Side Patches drauf sind. Sondern es wird eine Kollektion mit Anniversary Side Patches sein. Auch nicht Pro Bowl, sondern Anniversary Side Patches. Yes, sir. So sieht's aus im Schneckenhaus. Das Ding ist, diese Woche sollte auf jeden Fall richtig was nachkommen. Und ich hoffe, dass es diese Woche auch noch klappt, weil dann können wir euch im nächsten Stream auf jeden Fall richtig viel zeigen. Und dann hoffe ich auch, dass wir das Minor League Monday Voting auf jeden Fall wieder haben werden. Wenn ihr Wünsche habt für den Weihnachtsstream, dann könnt ihr die bitte ja gerne mal jetzt in den Chat reinschreiben. Irgendwelche Wünsche, Ideen und Anregungen. So, if you have any ideas, wishes or, I don't know, ideas, anything you would like to see on the, not anything, but what you would like to see on the Christmas stream, please let me know and write it into the chat. Frage, bekommt ihr künftig auch wieder NBA, Mitchell und Ness Jacken, fragt der Stabilosaurus. Es ist geplant für nächstes Jahr ein Special Release zu machen mit Mitchell und Ness Satin Jackets, aber mit den dicken Satin Jackets. Ich kann nächste Woche eines davon mal anziehen. Die hatten wir vor 2 Jahren mal als Special. Oder vor drei Jahren, die Zeit vergeht. Und die sind richtig, richtig nice. Also die sind im Vergleich zu Starter zum Beispiel viel geilere Quality, richtig schwer und super geil verarbeitet, muss man ganz ehrlich sagen. Obwohl Starter natürlich ja, das Geilste ist, muss man natürlich auch sagen. Aber die sind wirklich, wirklich richtig, richtig geil. Any information on MLB snapback hats coming up soon? Yeah, so we are still waiting. We are still waiting due to the global pandemic. There are a lot of delays. And yeah, I hope that we will get something before Christmas.
Next week we will have lots of new NHL hats launching. There are a lot of snapbacks also in there from a new brand that we got from the US, and that's American Needle. And bei American Needle wird es auch so sein, dass wir neben der NHL-Lizenz die MLB-Lizenz haben und Negro League-Lizenz, Nippon League-Lizenz, Independent League-Lizenz. Also da ist auf jeden Fall jede Menge an Baseball-Lizenzen dabei, was richtig, richtig nice ist. Und wir werden auch nächstes Jahr, sofern alles gut geht, auch mit American Needle Exclusive-Linien starten. Also wird auf jeden Fall richtig nice. Dann werden dann, sind geplant, NHL-Caps mit Side-Patches. Möchte ich noch nicht zu viel verraten. Ist dann aber so, dass das Snapbacks sein werden. Also ja, gut. Bei den Jacken bin ich auch dabei. Nichts gegen Starter. Nee, gar nichts gegen Starter, auf jeden Fall. Also wenn wir die Chance hätten, Starter nach Europa zu holen, hier, sofort dabei. Nippon League, nice. Ja, es sind auf jeden Fall richtig geile Oldschool-Logos dabei. Aber ist halt so, dass das sind halt Snapbacks, ne? Also es sind keine Fitted Caps. Alright, beste Jacken kommt meiner Meinung nach Mitchell und Ness nicht dran. Wir können einmal einen Vergleich machen. Wir können direkt Vergleich machen. Ich habe ja einige Starterjacken zu Hause und wir können einfach einmal einen direkten Vergleich machen. Und wir reden jetzt vom Vergleich aktuelle Starterjacken, nicht die alten, sondern die aktuellen. Und die alten finde ich zum Beispiel besser. Aber gut, meine persönliche Meinung. Question, Kuba. Is it possible to make NBA hats with All-Star Game logos as patches? NBA All-Star Game logos are crazy. Phoenix 2009, for example. There's a problem. So we can't do it with New Era because New Era has no license for the Hardwood Classic. And we are trying to do it together with Mitchell and Ness. And I keep you updated on this. But we are not 100% sure if it will work and how long it will take. But if we can, of course, we will do, because it's a must that if we can do it, we must have it, of course, because our goal is to offer you the widest range you can get on special hats. So that's for sure. So we are doing a lot for this. Kuba, do you mean the snapbacks or do you mean the fitted hats from Mitchell and Ness? Werde ignoriert mit meiner Frage. Snakey, nein, auf keinen Fall. Wo ist die Frage? Bitte schreib sie mir nochmal rein. Packers Script hinten. Nein, die hat keinen Packers. Die Packers hat keinen Script hinten. Snakey, maybe we can do a question. Maybe we can do a question. Würde das funktionieren? Frage dich auf Englisch, ne? Frage dich schon auf Englisch. So, I have a question for you, because we are doing a lot of new designs right now, and I would like to know from you, maybe to get some. Let me show you something. Let me show you something. So I would like to do some series with scripts in the back. So something like this. I've already shown you this one, so it will be released soon. And there is no MLB logo in the back, so there is a script in the back. So fitted hat with a script. And I would like to make two votes now. So the first vote will be... do you like MLB fitted hats with script in the back? Script is better than Betterman. So I would like to first do it with the MLB. MLB script in the back, yes or no? So there will be a voting. There will be a voting. Okay, I can see that there are some emotions. Do you like MLB fitted with script in the back? Maybe I can show it over here. Oh yeah. Time left. So I can put the votes in here. Nice. It's working again. Fantastic. So shout outs at this stage to our man Snakey, which is managing all the technik in the background. Okay. So ich lese jetzt auf jeden Fall durch. I've been waiting for that one. Script on the back. Yes.
No. So it's something like 50-50 right now. So more of you guys say no. So in my opinion, we might have some more things in view of design that we can do with that. That's the reason why I would like to do more with scripts in the back. It's always, depending on how it's getting approved or not. Backscript ist um Längen besser als Sidepatch. Ja, aber ich würd beides meinen, Sidepatch und Backscript. So it's 50-50 currently. Alright, so script isn't bad, but it's not all the time a thing. Yeah, Jeremy. So it's not working on every head, right? No, once in a while. Yeah. For MLB, yes on script. Yeah. Okay, I glaube, Celtic Cat Collector meint, er glaubt, das wäre too much. Yeah, so we have, I'm not sure, I'll go with yes, because I think it might be the time to try something new too. So it's not new. Other designers are also using this, so, but maybe to go a little bit more crazy on that. All right, so 52% of you guys say no, 48% say yes. Okay. That's very interesting. I would like to make the voting again for NFL heads, because we had a lot of discussion last year, and a lot of you guys liked it to have the script in the back instead of the NFL logo, so instead of the NFL sheet. So Snakey, können wir bitte denn dieses Voting noch einmal machen mit NFL? Es würde mich auf jeden Fall interessieren. Mets would be great with the script. Mets would be great with the script, or even, I don't know, a small Mr. Matt in the back, or like the Colorado Rockies with the CR in the back, something like that, you know? So it would be great. Do you like NFL fitteds with script in the back? So you can vote now. Okay, it looks a little bit different. It looks a little bit different. Yeah. Lendero says NFL logo is way better. Ich würde es mit Script hart feiern. Ja. Love Script says fitted Dutchy. Are you getting a restock on the Yankees 950 Rose Edition? I think all Rose Snapbacks editions are dope. Yes, we will. But we still need to wait, because everything is delayed. League logos are nothing. Headcrawler is a hardliner on that. League logos are nothing. Yeah. Only NFL logo. Okay, so Pavel, you like on the NFL heads only the NFL logo, but on the MLB you like the script, right? Love the script. NFL logo is way better. Yeah, so new vote is up, but in this case it's much more clearer than on the MLB. So 85% of you guys say yes, you like NFL fitteds with script in the back, so with the team scripts. Okay. Ich finde zum Beispiel bei den Green Bay Packers immer so ein bisschen, weil das sind halt wirklich nur Buchstaben. Wenn irgendwie Logo oben ist oder so, dann finde ich das irgendwie ein bisschen cooler. Auf jeden Fall, so wie es bei dem da ist, das finde ich auf jeden Fall nice. Ja? Mit Sidepatch, das finde ich auf jeden Fall nice. Let's have a look. Oh yeah, there will be a shock drop soon on this one. I guess some of you guys are waiting for this one to be restocked. All right. Patrick, we want the Marlins. Yeah, it's coming soon. Restock on Bisons? I don't know what will happen on Monday. I don't know.
Fresh Gray. Another one. We missed the Red Legs. With the World Series 76. And the Red UV. Kommen demnächst noch mehr Caps mit diesem Infrared, wie denn von den Astros? Ja. Und zwar dieses. Und ich hoffe, dass der liebe Enzo jetzt da ist. Und zwar war recht lustig. Story dahinter. Ich habe früher einen Trans Am Firebird, ne, eigentlich war es kein Firebird, das war Trans Am GTA gehabt. Zu den Zeiten, wo ich noch verrückte amerikanische Autos gefahren bin. Und das letzte Mal war es dann so, dass wir irgendwie über Firebird gesprochen haben. Und das war genau zu dem Zeitpunkt, wo ich die Serie mit den Cardinals gemacht habe. Und da haben wir uns gedacht, okay, eigentlich ist die Combo mit Navy und Lava Red sehr, sehr nice. Mit dem 67 World Series Champion Side Patch. Und der Bird in Lava. Firebird, Lava UV, Flat Batterman in the back und natürlich White Guts. Pack Einder-Style. ja, da bin ich. Ja, Enzo, das ist genau die Cap, die ich dir damals als Mockup gezeigt habe. Ne? Genau die ist es. Das ist richtig geil geworden. Firebird. Super nice. Dark Mode. Gibt es auch neue Sachen. Auch Side Patch, den wir noch nicht hatten. Black and Red von den Pittsburgh Pirates. Und vorne das Logo glänzt richtig nice mit den roten Outlines. Schwarz auf Rot. World Series 79. Black and Red geht immer. Dark Essential. Yeah, this one came out really nice with the 3D embroidery, the raised embroidery, and look at the shimmer. Red UV, White Guts. So, then. Ich meinte Infrared als komplette Farbe der Cap außer UV. Ja, Big Schuster, da kommen noch einige. Es ist dann so ähnlich wie bei der, aber komplett Lava kommen, ja, da kommen einige auf jeden Fall. Es werden auch Two-Tones mit Infrared kommen. Two-Tones. Berg, 79, bester Jahrgang. Definitiv. Pat, please do that Pirates with a Kelly Green UV. Oh my God. talking about Kelly Green UV. Absolute classic. It's so clean. World Series 42. Look at this red. That's really, really nice. And the side patch with a lot of gold in dark navy with Kelly Green UV. That's a fantastic one. Yeah, and due to the fact that we always have these hard battles when we want to do, we did it. We brought back the New York Islanders Fisherman on a 47 hat, but this was a journey which took over a year to get it back on a hat. But yeah, thanks to 47, we were able to do it. And yeah, due to the fact that we can't do any NHL hats with no error, we decided maybe to make some color flips. And I would like to show you this color flip from the Islanders with this side patch. So I've already teased this one with the 50th anniversary side patch. And yeah, we're happy that
can get it done for Europe. Meine erste Metz wird das. Ja, die zahlt sich auf jeden Fall aus. When is the Mets coming? I cannot tell you right now, but I guess in the next 2 weeks, something like that. Color flips for the win. Oh yeah. Alright, so Restocks, die auch sehr beliebt waren beim ersten Drop bei euch, die auch demnächst wieder kommen werden. Und zwar die Navy World Series 95 mit dem goldenen Sidepatch und dem roten Undervisor. Wann kommt das supergeile Stück der Cardinals? Auch in den nächsten 2 Wochen. Also ich denke noch vor Weihnachten. These Restocks do not have a current release date right now, but yeah, just watch out. You know, they are coming from time to time to the store. So, these restocks are back here and yeah, might drop soon. Also this one. Oh man, lot of copper. A lot of copper. Oh, there's one hat I would like to show you again because a lot of you guys sent me a message to show it again. Hold on. It's this one. So this should also be released before Christmas. Mit dem World Series 2001 Side Patch. Lot of shine. Ja, irgendwie bin ich total hängen geblieben auf diesen Metallic Thread im Background mit dem Logo. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig geil. Alright. So, there will be a lot of new hats, for sure. So, these two are also back and should be coming back online soon, as well as this one with the back-to-back World Series champion side patch. When are the berms releasing? I cannot tell you for sure right now because they are not here. I will tell you as soon as they are here in the stream or in Discord. And yeah, then we will have a restock drop on these. So the restock drop on the Bourbon & Suede will be exactly the same drop like we did the first time. So 5 in the first drop, 5 in the second drop. And the same teams from the first drop and the same teams from the second drop. Sehr gut. Na dann. Wisst ihr ja, was als nächstes kommt? Last but not least, die Stunde ist wieder viel zu schnell vergangen. Ja, ärgert mich irgendwie total. Aber wir werden beim Weihnachtsstream, denke ich mal, einfach ein bisschen länger machen. Weil im Weihnachtsstream wird ja dann hoffentlich sehr, sehr lustig. Ist ja richtig geil in dem Jahr, der 23. Dezember. Einen Tag vor Weihnachten, so quasi der letzte Stream. Das ist richtig, richtig nice. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon richtig auf diesen Stream. Nächste Woche am Donnerstag geht es ja dann weiter. Wir waren uns noch nicht hundertprozentig sicher, ob nächste Woche Donnerstag klappen wird. Aber es sieht sehr gut aus, weil es gibt eine Sache, die ich erledigen muss. Und zwar muss ich noch einmal nach Deutschland fahren nächste Woche. Und habe dort einen wichtigen Termin. Und deswegen könnte es sein, dass der Stream vielleicht nächste Woche ausfällt, aber wir geben euch auf jeden Fall noch Bescheid, was das Ganze angeht. So. Gut. Big Schuster, nein, die ist von wem anderen, die Collection. Gut. Then, I would say, last but not least, I'll show you the hats that will be dropped today and yeah, I'm glad to show you these ones. How should we start? What's the first? We start with the Kansas City Royals in black and white. So this one will be a restock with the 30th anniversary side patch with the gray under and the white guts.
But all the other ones are new, of course. Then we will have the Red Glacier Blue Edition from the Los Angeles Angels, or Anaheim Angels, this case, with the 50th anniversary side patch and the Glacier Blue UV. Ooh. This one is also so nice with the yellow UV. Oakland Athletics mit den 50th anniversary side patch auf der Seite mit Gold Details und gelben UV. Cooperstown Batman in the back, silky white guts. Toronto Blue Jays Coffee and Pink mit dem 30th Anniversary Side Patch. Silber, viel Silber. Pink Undervisor, weißes Sweatband. So, dann natürlich Shoutouts from Austria, because you know we have a lot of mountains, there's a lot of snow and of course a lot of ice, and yeah, we thought we need to make another edition, the Icy Glacier Blue Edition from the Colorado Rockies with the 25th anniversary side patch in a dark royal with silky white guts and Glacier Blue UV. Navy. So this one is navy. Then, oh man, I love this colorway so much. It's the Pinot Noir World Series 95 from the Atlanta Braves with the two color logo in the front. Oh man, this smooth Pinot Noir red, it's crazy. And the World Series 95 side patch, also with the white outlines. And this is perfectly fitting with this smooth red UV and the silky white guts. MLB Cooperstown, come on. Kamera mag nicht. Okay. So, zwei sind noch da. Und zwar einmal Cream Edition von den Seattle Mariners in den klassischen Colorways mit dem 40th Anniversary Side Patch. Damn, der Batman was mad crooked. Auf jeden Fall. Ja, wir probieren es jetzt hier nochmal, ob er es jetzt schafft. Jetzt schafft er es. Cooperstown, MLB Batman in the back. Silky White Guts and Royal Blue UV. And last but not least, mein absoluter Favorite. Und die Kombination, ihr könnt euch auf jeden Fall auf mehr Caps einstellen in Navy, Peach und Copper. So this combination of Navy, Peach and Copper made me go crazy on the next releases over the next months, because yeah, I really like this combination. And yeah, look at this one. I've already shown you this in a past stream. Cardinals with the 64 World Series side patch in copper and peach and dark navy. And yeah, so the feet and the bat are in copper and the eye too. So this one looks in hand even better. MLB Cooperstown in the back. Silky White Guts and the Peach UV. So these hats
will drop approximately 15 to 20 minutes after the stream. So stay tuned and watch out. And yeah, if you have any questions, please let me know. So wenn ihr jetzt noch irgendwer, heute werden viele Vögel geschossen, sagt der Stabilosaurus. Ja, das ist sowieso bei mir bei Sportteams immer so irgendwie, keine Ahnung. Wenn da Vögel im Spiel sind, dann bin ich am Start, ne? Pat ignoriert das mal feste. Was? Alter, übersehe ich heute so viel? Was übersehe ich heute? Bitte schreibt es mir nochmal rein, wenn ich irgendwas übersehen habe. Patrick, bitte Curve ausbessern und Fleck vom Weiser wegmachen. Die Leute werden sonst getriggert. Bei welcher Cap, Alter? War das irgendwo? Oder war das bei mir? Bei mir? Curve ausbessern? Okay. Shame on me. Shame on me. The Sweden Head. Ja, ist auch interessant. Die du auf hast. Deine? Wo ist der Fleck, Alter? Wo ist der Fleck? Naja, ich glaube, ihr wollt es mir wieder nur dazu bekommen, dass ihr meine wunderschöne Corona-Frisur sehen könnt, oder? Das ist wahrscheinlich der Grund, weil dann nehme ich es wieder runter, aber heute nicht. Heute nicht. Ich sehe das. Oh, da, ja. Fuck, Alter, da ist Fleck. Ja, das ist richtig. Ist richtig. Wir mussten heute Schnee schippern draußen. Mr. Redlegs. Next 2 weeks, maybe. So we will wait until the end of the week, tomorrow or begin of next week. We should get a delivery, a new one, and then we will decide which heads will be dropped at which time or date. And yeah, there will be funny holidays, I guess. There will be funny holidays. Auf der rechten Seite deines Schirms. Ja, das ist jetzt nochmal unfair, Karim, weil für mich als, ich verwechsel gerne Sachen, ist jetzt links, rechts, da natürlich schwierig, weil alles seitenverkehrt ist. Links? Ja, genau. Da. Ja. Okay, ihr habt mich erwischt. Wird das nächste Mal natürlich nicht mehr vorkommen. Mein innerer Monk schreit, ja, was glaubst du, wie es mir jetzt geht? Ich muss das jetzt schnellstmöglich beenden hier, weil sonst drehe ich komplett durch, weil ich muss das jetzt auf jeden Fall sofort fixen. Rüber, da zur Reinigungsstation und sofort den Steamer anwerfen, Cap neu curven und natürlich dann mit dem Cap-Tischen reinigen, wo wir hoffen, dass er nächste Woche noch rechtzeitig vor Weihnachten da ist. Könnt ihr euch auf jeden Fall als Weihnachtsgeschenk gönnen. An dieser Stelle, vielen, vielen Dank. So what's dropping tomorrow? Tomorrow we will drop the Views from the Vault collection, so which I showed before, and you can also take a look again at these heads at the YouTube channel from the guys from Views from the Vault. We will post in the link, so here's the link in the chat. And yeah, at this point I would like to say thank you very much for tuning in from wherever you're watching, from the USA down to Australia, to New Zealand, Japan, South Korea, I don't know, from Sweden, Poland, the Netherlands, UK, Canada, or even from Mars. I'm not sure 100%. Maybe we have already, we have never shipped there, but we need to ask UPS if they can do it. Just joking. Yeah, thank you for tuning in. I wish you great weekend and have fun, enjoy your weekend. An dieser Stelle möchte ich mich natürlich recht herzlich bei euch bedanken fürs Einschalten. Wie jede Woche, wir sehen uns dann nächste Woche wieder um 19.30 Uhr. Same place, same time. Dann mit Cap Talk Episode Nummer 35, glaube ich. Ja, Nummer 35 müsste es dann sein. Also, die Streak geht weiter. Freut mich auf jeden Fall sehr. Danke schön fürs Reinschauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall richtig geiles Wochenende. Ich hoffe, ihr müsst nicht so wie wir zu viel Schnee schippern. Aber wenn es draußen schneit, dann kann man zumindest drinnen schön chillen. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr Fragen oder sowas habt, wisst ihr Bescheid. @patlanta24 könnt ihr mir gerne eine Frage schreiben. Dauert aktuell ein bisschen länger, weil wir nach gestern sehr, sehr viele Fragen bekommen haben. Aber ich werde versuchen, jede einzeln zu beantworten. Ja, dann schöne Grüße und ja, ihr wisst Bescheid. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Pfiat euch!